Podcastlabel.de. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Wir hoffen, eure Lachmuskeln sind gut vorbereitet, denn nun folgt das Quatschbrötchen in der Ausgabe 114. Mein Name ist Gregor Börner. Und ich bin Matthias Kreuzberger. Wir haben heute diese Themen. Der April macht, was er will. Deshalb haben wir den April-Wetterbericht vom Wetterdienst aus Friedrichskoog. Der News Talk, die Perlen der Nachrichtenwelt. 3,14 oder auch Pi. Es wird heutzutage so wenig gelacht. Wir rufen das Lachtelefon an und lassen uns erklären, wie man mal wieder herzhaft lacht. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Mehr auf quatschbrötchen.de und am Ende der Sendung. Es ist April und bisher macht das Aprilwetter wieder seinem Namen alle Ehre. Wie wird das Wetter in den letzten Apriltagen? Wir blicken nun auf den Wetterbericht. Im Tagesverlauf wird das heiter bis wolkig, aber keine Sorge, die Sonne hat sich nur kurz versteckt. Sie spielt Verstecken mit den Wolken. Temperaturen um die 20 Grad, perfekt für einen Spaziergang im Regen. Das klingt nach so einem typischen norddeutschen Sommer, du. Naja, am Nachmittag Sonnenschein mit Aussicht auf spontane Schneebälle. Ziehen Sie sich warm an, aber vergessen Sie die Sonnenbrille nicht. Man weiß ja nie. In der Nacht Regenschauer, die so sporadisch sind, dass Sie sich nicht mal für eine Wetter-App entscheiden können. Nehmen Sie mal einen Schirm mit. Oder auch nicht. Leben ist halt gefährlich. Also ich finde es sehr gut, dass es nachts regnet und nicht tagsüber. Aber was ist so eine Wetter-App? Naja, ich hätte jetzt mal gesagt, da wird angezeigt, was so für Wetter kommt, oder nicht? Ach so, Tüdelkram, du. Morgen wird das stürmisch, mit Böen, die stark genug sind, um ihre Frisur zu ruinieren. Aber keine Sorge, der Wind weht auch alle Sorgen weg. Gut, dass man das bei dir nicht Frisur nennen kann. Da kann man auch nichts ruinieren. Deswegen trage ich auch immer eine Mütze. Kommen wir zu den weiteren Aussichten. Übermorgen wird das wechselhaft mit so einer 50% Chance, dass ich das Wetter nicht entscheiden kann, ob es regnet oder die Sonne scheinen soll. Ja, ideal, um drin zu bleiben und das Wetter draußen zu beobachten. Kann man dann auch in der Kneipe sitzen und das Wetter im Biergarten beobachten? Ja. Samstag sonnig mit gelegentlichen Wolkenfeldern, die so schnell vorbeiziehen, dass man davon so ein Zeitraffer-Video machen könnte. Zeitraffer, was denn dat? Das ist so langsam wie du manchmal. Sonntag so ein Mix aus allem, so Sonne, Regen, Schnee, vielleicht noch so ein bisschen Hagel zum Abschluss. Ja, so typischer Apriltag eben. Ja, so ein typischer norddeutscher Sommer eben. Alle Cheatbüttel da beim Wetterdienst. Ja, kein Wunder, die Dösbüttel sitzen ja auch in Offenbach.
Kommen wir nun zu den Nachrichten. Und wir blicken nach Siegen-Gosenbach. Da ist etwas Spektakuläres passiert. Nämlich riefen Menschen die Polizei, es würde jemand bei einem Einkaufsladen einen Einkaufswagenunterstand klauen. Die Polizei fuhr dann zu diesem Laden, hat aber schon weit vor diesem Geschäft auf der Hauptdurchgangsstraße einen fahrenden Einkaufswagenunterstand festgestellt und hat dann den Fahrer erstmal angehalten und kontrolliert. Der 57-Jährige sagte, er hat diesen Unterstand bei dem Einkaufsladen gekauft. Ja, er ist mit seinem VW Caddy dann ursprünglich zu diesem Laden gefahren, ist rückwärts in diesen Einkaufswagenunterstand reingefahren, hat ihn mit Gurten am Auto befestigt, hat Rollen unter den Unterstand gebastelt und ist dann so mit diesem Unterstand weggefahren. Das funktionierte allerdings auch nur rückwärts, also er konnte nur rückwärts mit diesem fahrenden Einkaufswagenunterstand mit eingebautem Caddy fahren. Allerdings lösten sich während der Fahrt immer wieder Rollen davon, sodass er mehrfach wieder anhalten musste, die da wieder dran basteln und kam halt so auch nur sehr langsam vorwärts. Er sagte dann zu der Polizei, ja, ihr sorgt dafür, dass hier alles nur noch länger dauert. Ja, die Polizei war wenig begeistert. Das war ja natürlich nicht sicher, diese ganze Fahrt. Er musste diesen Unterstand dann auf einer nahegelegenen Wiese parken, um ihn dann wann anders zerlegen und dann abzuholen. Auf den Mann kommt jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu wegen mangelhafter Ladungssicherung und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Ich lache. Ja. Jetzt muss ich aber doch rückfragen. Ja. Er hat also nicht gelogen, dass er gesagt hat, er hat den Unterstand gekauft. Der hat ihm also wirklich gehört. Offensichtlich ist das wirklich so gewesen. Ich dachte, der ist da einfach hingefahren, hat sich das Ding einfach dreist mitgenommen. Nee, also hier stand nichts in der Meldung, dass der geklaut worden wäre. Tatsächlich ist er wohl wirklich gekauft worden. Ich nehme natürlich an, dass die Polizisten genau das auch überprüft haben. Ja. Aber das kann ja nun sein, dass dann vielleicht ein Laden einfach seine Unterstände erneuert, die alten abgibt. Genau. Ich meine, als Carport kann man sie ja noch nutzen oder sowas. Ja, oder? Ja. Ne? Matthias, guck dir bitte mal das Bild an. Jetzt an. Ihr guckt mal auf quatschbrötchen.de beim News Talk, sind die Meldungen verlinkt. Ja, da ist er. Und guckt euch unbedingt das Foto an. Das sieht aus wie ein, ja, wie soll man sagen, das Auto ist im Carport. Ein erweitertes Autodach, das passt doch. Also, ja, und dann die Idee mit den Rollen drunter machen und so, das muss ja auch gescheppert haben beim Fahren. Auf dem einen Bild siehst du noch so ein Rollwägelchen da auf dem Bürgersteig stehen. Ich vermute mal, dass genau der da drunter war. Oh wei. Und dann auch nur rückwärts. Nur rückwärts, genau, alles klar, kann man machen. Das ist ein Bild, ey. Wenn ich mir jetzt die Farbe von dem Auto angucke. Abenteuerlich. Entweder war oder ist das ein Taxi? Ja, eher war. Eher war. Der hat ein Faible für gebrauchte Sachen, der Käufer. Der kauft gerne kuriose gebrauchte Sachen. Ja, ich mit dem Lachen hatte ich eben auch so meine Schwierigkeiten beim Durchlesen der Meldung und Zusammenfassen. Ich dachte mir das auch gleich. Musste ich mehrfach schon lachen. Also ich sag mal so, wir sind eine Sendung, bei der darf man lachen, das ist okay. Ja. Ja, das sieht sehr cool aus. Weia. Vor allen Dingen diese Aussage, ihr sorgt alles nur dafür, dass es noch länger dauert. Ja, ihr seid ja schuld, dass ihr mich kontrolliert habt. Es sieht nichts links und rechts, wenn man guckt, das Ding ist ja nicht transparent. Der kann ja nicht mal abbiegen, ohne einen Unfall zu verursachen. Auweia. Mich würde mal interessieren, wie weit er damit fahren wollte. Getönte Scheibe scheint da auch eine Heckscheibe zu haben. Das heißt, da sieht er noch weniger beim Rückwärtsfahren. Ich meine, auf dem Dorf, innerorts. Wahrscheinlich hat er sich noch beschwert. Ja, wenn ich das jetzt zerlege, das kriege ich doch nie wieder so hin, wie es war zu Hause. Dass er sich da wahrscheinlich auch noch aufgeregt hat dabei. Ja. Tja. Ich meine, das Ding sieht nicht so schwer aus. Wenn es jetzt wirklich nur innerorts ist, 4 starke Leute. Und also zum Thema Sachen mitnehmen, die nicht transportabel sind in Frankfurt Hauptbahnhof, wo ich gestern war, da werden gerade die Schließfächer erneuert. Mhm. Habe ich auch gedacht, so eine alte Schließfachanlage wäre ja schön für zu Hause, braucht man ja immer mal. Ja, Zwinker, zwinker. Mal. Aber kriegst du halt nicht weg, so ein bisschen dezent sperrig,
so eine Schließfachanlage. Ja, ja, das. Jetzt weißt du doch wie, du musst das einfach nur an ein Auto dran binden. Ja, an den Zug. Ich binde mir es an meinen Zug. Genau, dran, so. In Frankfurt an einen Zug anhängen. Ja. Oder ins Fahrradabteil und dann alles blockieren da drin. Yo, dafür ist das aber auch zu sperrig. Kommst du durch keine Tür durch. Okay, das ist eine andere Philosophie. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Meldung. In Friseute im Landkreis Cloppenburg ist der Versuch gescheitert, einen Kreisverkehr spontan zu begrünen. Ein 37-jähriger Mann nahm aus der Gartenabteilung eines Baumarktes einen Kaktus, eine kleine Schaufel und eine Gießkasse und eine Gießkanne an sich und verließ den Markt zum Kreisverkehr ohne zu bezahlen. Der Filialleiter hat die Polizei verständigt. Die fand dann heraus, dass der Mann wohl vorhatte, den Kreisverkehr mit dem Kaktus zu verschönern und im Anschluss sogar geplant hatte, die Gießkanne und die Schaufel in den Baumarkt zurückzubringen. Naja, die Polizei hat ihn darauf hingewiesen, dass er die Dinge nicht bezahlt hatte und daraufhin grub er den Kaktus dann wieder aus, brachte alles zum Baumarkt und erhielt dann dort trotzdem Hausverbot und von der Polizei ein Strafverfahren wegen dem Diebstahl. Ja, gut gemeint, aber irgendwie, ja, also nee. Wieder so ein Fall von nach dem Motto, hast du sonst nichts zu tun in deinem Leben? Kommt mal so, ach, dem Motto, ach, der Kreisverkehr, der sieht ja so kahl aus. Du, da muss ich was machen. Dass der sich da Zeit nimmt dafür, Kreisverkehr, der ist so, also ich fahre hier zweimal am Tag vorbei, der ist so traurig, der ist so grau, also ich muss doch da was machen. Dann da die muss Idee, jetzt ein Kaktus hin. Dass er sich das geklaut hat. Vor allem die Überlegung, wenn er es nicht geklaut hätte, hätte wahrscheinlich niemand was gesagt. Hätte er sich das gekauft und wäre dahin und hätte da gebuddelt, dann hätten Leute gedacht, naja gut, der ist von der Stadt, der darf da buddeln. Hätte wahrscheinlich nach einem halben Jahr später erst jemand gemerkt, dass da plötzlich ein Kaktus drin ist. Wenn er bis dahin nicht schon eingegangen wäre, weil Kakteen wachsen jetzt ja hier auch nicht so gut. Tja, Heinz Schenk sagt ja immer, du musst deinen Kaktus gießen, sonst verdattert er. Das versteht man jetzt auch nur in Hessen. Ja, das stimmt. Ja, Rheinland-Pfalz, die verstehen das vielleicht auch noch. Es ist wirklich kurios, oder? Also das ist großartig. Ja. Ja, schade. Also jetzt frage ich mich, ob sich da jetzt eine neue Initiative bildet, ob er jetzt zu einem anderen Baumarkt geht und das sich tatsächlich einen kauft und dann nochmal hin. Also wir müssten eigentlich mal einen Außentermin machen. Im Landkreis Cloppenburg. Nee, das ist zu weit weg. Und gucken, ob da jetzt ein Kaktus drin ist oder nicht. Bei uns hier auf dem Dorf ist auf dem Kreisverkehr so Metallgitterkörbe, wo Steine drin sind, wo trotzdem regelmäßig Fahrzeuge gegenfahren. Zumindest sind diese Drahtkörbe so verbogen. Ja, da fände ich Kaktus auch schön. Dann, ja. Ja, also in meiner Kreisstadt wurde ein Kreisverkehr neu eingerichtet. Da war jahrelang die Straße schnurgerade. Man durfte 100 fahren und dann ist halt ein neues Gewerbegebiet gebaut worden. Hm. Naja, und es waren Fahrer dann tatsächlich so blöd, die gesagt haben, ich fahre hier seit 20 Jahren lang, sind mit volle Lotte 100 in diesen Kreisverkehr und abgehoben und geflogen über den Kreisverkehr drüber. Also da hat man dann den Witz gemacht, das fliegende Auto von Cruzeiro oder so, der Kreisverkehr... Flug kann man wahrscheinlich auch recherchieren. Also derjenige hat einen richtigen Abflug gemacht, weil er sich gedacht hat, naja, ich kenne ja die Strecke. Und dann war da plötzlich der Kreis, nach dem Motto, wie man so sagt, der Kreisverkehr war plötzlich da, der ist aus der Hecke gesprungen. Letzte Woche war der noch nicht da. Ja. Ja, genau. Sowas Dummes aber auch. Oh Mann. Tja. Soweit der erste Teil unserer Nachrichten. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Seit heute dürfen Volljährige in Deutschland Cannabis anbauen, besitzen und konsumieren. Verdammte Wohngemeinschaft da. Aufmachen! Sofort! Wo sind die dreckige Droge da? Hier sind sie, da. Hi, Herr Krause. Da zieh ich, dass du hei bist. Quatschbrötchen. Es gibt da so eine mathematische Zahl namens Pi. Sie wird zur Kreisberechnung gebraucht und hat quasi unendliche Nachstellen nach dem Komma. Die Kurzform ist also 3,14. Es gibt Wettbewerbe, bei denen jemand versucht, so viele Nachkommastellen wie möglich richtig zu nennen. Den Rekord hat eine Frankfurter Polizistin im vergangenen März aufgestellt. Sie hat ganze 18.026 Stellen nach dem Komma auswendig aufgesagt. Da haben wir uns gedacht, können wir auch und probieren uns mal an dem Wettbewerb, vielleicht sogar KI unterstützt. Nein, das nennt sich dann nicht Betrug. Das ist einfach nur wie Taschenrechner benutzen. Soll ich beginnen? Also 3, 1,4? Ja, genau. Und dann 6, 9? Wir machen das so. Hallo KI, nenne ein paar Nachkommastellen von Pi, fülle damit 2 Minuten Sendezeit. 3,14159265359328472338372338371971693993753910. Toll, ja, da haben wir doch jetzt alle was gelernt. Zwar nichts Sinnvolles, aber was gelernt. Ja, schön und gut, aber wie kann ich jetzt mit dieser Zahl einen Kreis berechnen? Weißt du, wie lang mein letzter Matheunterricht her ist? Also zum Glück sehr lange. Liebe Frau KI, kannst du uns mal erklären, was die Zahl Pi bei der Kreisberechnung für eine Aufgabe hat? Eine Kreisberechnung muss man im normalen Alltag nur sehr selten ausführen. Sich also Zweck und Anwendung der Zahl Pi zu merken ergibt also wenig Sinn und verdrängt nur wertvolles anderes Wissen aus dem Hirn. Außer in Senioren sollte sich damit also niemand ernsthaft beschäftigen. Kommen wir nun zu weiteren Meldungen aus der wunderbaren Welt der Nachrichtenredaktion. Und wir schauen nach Trier. Dort war eine Frau so betrunken, dass sie ihre Wohnung nicht mehr gefunden hat, hat daraufhin die Polizei verständigt. Die hat dann die Dame nach Hause gebracht und sogar bis in die Wohnung und stellten dann fest, dass im Bett ein Kaninchen lag, was alle Viere von sich gestreckt hat. Nur noch schwache Lebenszeichen. Da stellte sich dann heraus, die Dame hat dieses Tier aus einem Garten in der Nachbarschaft einfach mitgenommen und hat dem Tier dann Wodka und Tabletten verabreicht. Welche Tabletten konnte sie nicht mehr sagen. Das Tier wurde dann mitgenommen in eine Tierklinik, um den Rausch auszuschlafen. Und das Tier ist mittlerweile auch wieder wohlbehalten bei seinem Besitzer zurück. Die Dame hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und wegen Diebstahl bekommen. Und erneut muss man sich fragen, wie kommt man da drauf? Mensch, das arme Vieh. Unglaublich. Also ich hoffe, die Strafe wird heftig.
Ja, ich glaube, Tierquälen, da gibt es schon ordentliche Strafen. Das kann doch nicht sein, Mensch, das arme Tier. Also ja, vor allem da irgendwo. Wie kommt man auf so, fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein, wie kommt man auf so einen Mist? Da sitzt ein Kaninchen im Garten, ach, ich nehme es einfach mal mit. Einen ähnlichen Fall hatten wir selber, als unsere Katze von einer älteren Dame aus der Nachbarschaft angefüttert wurde, die Katze irgendwann gar nicht mehr auftauchte. Irgendwie ist das so in der Gesellschaft scheinbar verankert, ein Tier, das so nach dem Motto, das gehört ja niemandem, da kann man ja einfach mal machen, so nach dem Motto, das Tier wollte das ja. Naja, aber zumindest nicht dreist aus dem Garten geklaut. Also von daher, da ist ja anscheinend ganz bewusster Vorgang von dieser Frau nach dem Motto, ich nehme mir das Kaninchen da mal weg jetzt. Ja, Kaninchen das fütterst du dir nicht so einfach an. Das ist schon ziemlich dreist. Ja, das eben. Geht das läuft auch nicht hinterher. Ja. Ja. Ja, also, nee, also. Ja, finden wir nicht gut. Wir unterstützen keine Tierquälerei, das ist ja klar. Und wie gesagt, auch wir hoffen, dass es dem Tier wirklich besser geht. Und ja, die Besitzer wissen ja auch jetzt nicht, passiert das nochmal, muss ich dem Tier jetzt wirklich hier quasi Hausarrest verschaffen? Schon doof. Schon doof. Ja. Kommen wir nun zu unserer nächsten Meldung. Runkel in Hessen. Am Samstagnachmittag sind die Besucher der Burg in Runkel unbeabsichtigt eingeschlossen worden. Während sie die Burg von innen betrachteten, wurde die Burg zugeschlossen. Was die Besuchergruppe dann merkte, als sie wieder aus der Burg raus wollten. Dann wurde also die Polizei verständigt und die haben den Bürgermeister erreicht. Der kam dann extra mit dem Schlüssel und hat die Leute wieder rausgelassen. Somit endete also der besondere Besuch für die Touristen noch mit einem persönlichen Termin mit Bürgermeister Krämer. Tja, da stellt man sich gruselig vor, in der Burg eingeschlossen. Ja, es war ja leider Nachmittag, da war es ja noch nicht dunkel. Es war nicht gruselig genug. Man hätte jetzt irgendwie so nachts um 11 oder so, aber so lange hat ja eine Burg nie auf. Hm. Aber ja, ich glaube, ich hätte dann gesagt, ach cool, mal nachts in der Burg bleiben, warum nicht? Hätte man nur noch so einen Schlafsack irgendwie gebraucht. Ja, dann 0 Uhr ist Geisterstunde. Also wir beide waren schon da und können beide sagen, das ist eine ganz tolle Aussicht von dort oben. Sehr empfehlenswert, kostet auch nur so einen symbolischen Beitrag. Kann man mal machen, wenn man in der Gegend ist. Und Kinder, lasst euch nicht einschließen. Sagt immer vorher Bescheid, ich gehe da jetzt rein, ne? Nicht also, vergessen, dass ich da bin. Holen euch die Geister von Runkel. Soweit unsere Meldungen aus der wunderbaren Welt der Nachrichten. Wir machen heute etwas Ungewöhnliches in der Sendung. Wir telefonieren raus mit realen Personen. Das machen wir eher selten. Aber wir sind auf das Lachtelefon gestoßen. Und da ist jetzt Heike Fiersching am Telefon. Hallo Heike. Hallo Gregor. Heike, wie viel lachen sollte man denn so am Tag? Oh, da gibt es keine Begrenzung nach oben. Aber sollte, gut, wie soll ich mich ausdrücken, es wäre gut, wenn wir regelmäßig lachen und wir als Lachjogis, wir lachen grundlos, das unterscheidet von Witz und Comedy, wir lachen ohne Grund und empfehlen das auch, um die Resilienz zu stärken. Mhm. Gibt es denn aber so einen Mindestwert, wie viel man am Tag mindestens lachen sollte? Da kann ich die Gegenfrage stellen, ob du denn eine Vorstellung hast, wie oft ein Erwachsener am Tag lacht. Ja, ich gebe die Frage mal an Matthias weiter. Ich lache nämlich sehr viel. Okay. Naja, was über den ganzen für eine Idee so? Was ein Tag ist lang. Ich hätte jetzt kumuliert, hätte ich jetzt mal gesagt, eine halbe Stunde vielleicht. Wie oft? Wir machen es mal so, wie oft kommt man mal so ins Lachen? So der Durchschnitt von dem Erwachsenen, der Durchschnitts gut drauf Mensch. 20 Mal am Tag, würde ich jetzt einfach mal sagen, so. 20 bis 30 Mal am Tag. Sehr gut geschätzt. Das ist schon wirklich ein sehr fröhlicher Mensch.
Ja. Aber der Wert, der Durchschnittswert, den kann man tatsächlich so festmachen, so zwischen 15 und 20 Mal, das ist schon wirklich ein sehr positiver Mensch. Und habt ihr denn eine Vorstellung, wie oft ein Kind am Tag lacht? Oh, Kinder, so Kinder lachen sehr, sehr viel. Also da würde ich jetzt einen Wert von vielleicht locker mal 200 wählen. Ja, mei, also jetzt bei Kleinkindern. Ja, nö, das ist tatsächlich ins Blaue geraten jetzt. Perfekt, perfekt. Also ein Kind lacht zwischen 200 und 400 Mal am Tag. Ja. Ja. Schön. Man kennt es vielleicht, wenn man selbst auch Kinder hat, jetzt hör doch mal auf und jetzt sei doch mal still und jetzt mach doch mal keinen Quatsch. Also Kinder, wenn sich streiten und Tränen fließen, dann kann innerhalb kürzester Zeit wieder gelacht werden. Da tut sich eher der Erwachsene schwer. Bringt dann vielleicht auch der Beruf mit sich, als Bestatter oder als Bankangestellter in der Finanzabteilung wird jetzt nicht so viel gelacht. Und, vor allem, es gibt ja auch den berühmten Satz, man verlernt als Erwachsener das Lachen. Ja, das ist ja, da ist ja auch eine gewisse Wahrheit dran. Es gibt teilweise tatsächlich Erwachsene, die zum Beispiel in Lachclubs kommen oder auch beim Lachtelefon anrufen und sagen, irgendwie habe ich bemerkt, ich lache nichts mehr. Obwohl man ja weiß, wie es geht und wie es kann, aber die Leichtigkeit fehlt. Ja. Und selbst wenn wir da gemeinsame Übungen machen, ist es am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich, weil man sich denkt, ja, worüber soll ich denn eigentlich lachen? Wenn ich jetzt im Lotto gewonnen habe, dann habe ich einen guten Grund zu lachen. Wenn ich jetzt merke, ich lache zu wenig, was hilft dann? Lieber irgendwie mal das Lachtelefon angucken oder irgendwie im Fernsehen irgendwas Lustiges oder hier ein Comedy-Podcast wie Squatschbrötchen oder irgendwie ein Bühnenprogramm von irgendeinem Stand-Up-Komiker? Sowohl als auch. Also man kann sich natürlich in irgendeine heitere Umgebung begeben oder Comedy angucken, das geht natürlich auch. Aber wenn da schon irgendwie so eine Sperre in einem drin ist, kann zum Beispiel auch durch einen Tod von einem geliebten Menschen passieren, dass man da irgendwo in ein Loch reinrutscht und sagt, mir ist gerade nicht zum Lachen, ich komme da nicht rein, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll, dann wird Lachyoga und auch das Lachtelefon interessant, weil wir grundlos anhand von Atem, Streck- und Dehnübungen die Menschen wieder ins Lachen bringen. Jetzt geht's mir manchmal so. Hier durch das Quatschbrötchen habe ich mit sehr vielen Witzen zu tun und kenne sehr viele Witze und saß neulich im Publikum bei einem Comedian und habe über vieles nicht gelacht, während um mich herum die Leute sich am Kringeln waren, weil ich entweder die Witze schon kannte oder sie jetzt vielleicht auch nicht so dolle waren. Muss man sich da vielleicht mehr zwingen zu lachen, obwohl man selber denkt so, ja, okay, oder man schmunzelt höchstens? Trotz alledem, auch wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Vortrag warst oder bei einem Comedy, wo du sagst, naja, weiß nicht, ob ich jetzt da so richtig drüber lachen kann, macht's was mit einem. In dem Moment, wo man hört, dass andere Menschen lachen, wird man in eine bessere Grundstimmung rutschen, als wenn man jetzt zum Beispiel in einer Trauergesellschaft ist. Es macht was mit der Grundstimmung, auch wenn ich nicht selber jetzt richtig ins Lachen komme, wenn ich heitere, muntere, positive Menschen um mich herum habe, macht es mit mir was, genauso wie wenn ich jetzt mit sehr viel traurigen Menschen in einem Raum oder in einer Gesellschaft bin. Aber durch diese Lachübungen, die ohne Witz und Comedy vonstatten gehen, kommt man tatsächlich wieder in eine bessere Grundstimmung. Wir können es ja gerne mal ausprobieren. Das machen wir auf jeden Fall gleich mal, wenn wir beim Lachtelefon quasi anrufen. Heike, du bist ja jetzt ich würde eher sagen, dass du Profi bist beim Lachen. Wir sind da ja doch, Matze, kann man uns das, ne, Laien vielleicht auch nicht, aber... Fortgeschrittene Lacher. Ja. Wie bist du so zum Lachen gekommen, dass du gesagt hast, Moment, das ist ja mehr wie nur Lachen, du machst das ja auch beruflich. Über 10 Jahren. Im Rund- und Funk und Fernsehen gehört, es gibt Lach-Yoga und habe dann Beitrag gesehen und habe mich da wirklich etwas drüber aufgeregt und dachte, das ist ja jetzt ein Witz, das gibt's ja nicht, dass Menschen sich jetzt irgendwie da treffen, um dann gemeinsam zu lachen, man hat doch was zu lachen im Leben. Und habe dann gegoogelt und habe mich erkundigt, wo man denn wirklich Lach-Yoga findet oder ob das ein Quatsch ist. Und dann bin ich auf eine Lach-Yoga-Ausbildung gestoßen. Und habe mir gedacht, so, da melde ich mich jetzt mal an und schau mal, wie das so funktionieren soll. Eigentlich eher negativ eingestellt, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Es war eine Wochenendausbildung zum Lach-Yoga-Trainer und habe die absolviert.
ja, ich habe da mitgemacht und mitgelacht und habe mir gedacht, okay, alles klar. Und auf der Heimfahrt sind bei mir Tränen gekullert und dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch jetzt heiter und fröhlich und beschwingt wieder heimfahren und habe gemerkt, dieses so tun als ob Lachen, das macht was mit mir. Bin da dran geblieben, habe im Freundes- und Bekanntenkreis gestartet, irgendwann auch Lach-Yoga-Clubs abgehalten und habe dann gemerkt, wie durch dieses regelmäßige Lachen, genauso wie wenn man Sport regelmäßig macht, wir können alle laufen, aber wenn man regelmäßig sich mit Sportübungen und mit Laufen beschäftigt, dann wird man dann Profi drin. Und wenn man regelmäßig lacht, dann kommt man in eine positivere Grundstimmung. Und es hat mich so geflasht, wie ich selbst morgens schon ins Lachen gekommen bin. Ich bin kein Frühaufsteher, aber man kann wirklich mit diesem Fake it till you make it so tun, als ob in ein richtiges Lachen kommen. Diese Lach-Yoga-Übungen oder dieses so tun, als ob und dann ins richtige Lachen kommen, macht ganz viel Positives mit dem Körper. Durch dieses lange Ausatmen und Lachen atmet man mehr Sauerstoff ein, mehr Sauerstoff kommt ins Blut. Bei Schmerzpatienten kann sich das schmerzmindernd auswirken. Man wird fitter, man wird lockerer, es entspannt, es schüttet Glückshormone aus, was dann wiederum den Körper signalisiert, hey, ich bin gut drauf. Also Lach-Yoga hat durchaus gesundheitsfördernde Wirkungen, kann man absolut sagen. Absolut. Also viel Sauerstoff im Blut ist ja per se ohnehin nichts genau. Verkehrtes. Das ja, es werden noch mehrere positive Eigenschaften erwähnt, wie zum Beispiel Bluthochdruck kann sich positiv auf den Bluthochdruck auswirken, dass der wieder wegen nach unten geht, dass man besser atmet, aktive Bauchatmung. Es gibt ganz viele Nebenerscheinungen, sage ich mal, die Komfortzone wird erweitert. Also manche Menschen tun sich schwer zu lachen in der Öffentlichkeit, das gibt's wirklich. Und da kann man mit trainieren, indem man einfach sagt, komm, wir bleiben mal bei uns, wir machen mal die Lachübung und im besten Fall schaut vielleicht jemand zu und kommt auch ins Lachen. Der weiß zwar nicht warum, aber sagt, schau mal, die lachen da drüben, da lache ich doch mit. Ja, das klingt gut. Gehen wir doch mal in die andere Richtung. Man hört doch diesen Begriff, es hat sich schon mal jemand totgelacht. Ist da was dran an dem Spruch? Also ich kenne jetzt niemanden. Aber, das ist jetzt ein bisschen negativ, aber das gibt es, glaube ich, tatsächlich, dass das früher mal negativ verwendet worden ist, dass man wirklich Menschen so lange reizt, bis die wirklich vor Lachen dahin siechen. Aber ich selbst kenne jetzt wirklich niemanden, der sich totgelacht hat. Das musste jetzt mal raus, weil das ist ja quasi wirklich eine interessante Geschichte alles. Du machst ja Lach-Yoga und bist dann durchs Lachen ja auch an das Lachtelefon gekommen, beziehungsweise wie kam es zu diesem Lachtelefon? Genau. Jetzt mit dem 4. Geburtstag, also vor 4 Jahren, ist das Lachtelefon entstanden. Wir Lach-Yogis treffen uns einmal im Jahr zu einem Lach-Yoga-Netzwerktreffen oder auch zum Lach-Yoga-Kongress. Da treffen sich also alle Lach-Yogis, sind aber auch Menschen eingeladen, die keine Lach-Yoga-Ausbildung haben und überlegen sich gemeinsam, wie man das Lachen in die Welt tragen kann. Und da ist die Idee entstanden, Mensch, so ein Lachtelefon, das wäre doch super. Ursprünglich haben wir uns gedacht, gegenseitig sich anzurufen, weil Lach-Yogis sind ja auch nicht 24/7 immer gut drauf. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn uns auch andere anrufen können, die sagen, ich brauche jetzt mal ein Lachen, um dann gemeinsam am Telefon mit den Leuten zu lachen. Ganz wichtig, es ist also vor Corona entstanden, aber durch Corona hat es dann einen Aufwind bekommen. Die Menschen waren zu Hause, teilweise ältere Menschen, die haben zu ihrem Geburtstag keinen Besuch bekommen. Und da wurde es dann richtig bekannt, dass man sich mal bei uns ein Lachen abholen kann, um sein Lachen wieder aufzutanken. Okay, jetzt sagtest du ja ältere Menschen. Wie ist denn so, gibt es einen Altersdurchschnitt oder ist das bunt gemischt, die Leute, die beim Lachtelefon anrufen? Also mittlerweile ist sogar ein Kinderlachtelefon entstanden, die das auch toll annehmen. Ich sag mal so, ein junger Erwachsener, sagen wir mal so bis 30, 40, die haben meistens noch genug Grund, selbst ins Lachen zu kommen. Je älter der Mensch wird, umso liebevoller nimmt er das Lach-Yoga an
weil er da wirklich diese Übungen praktiziert, einatmet und auskostet. Ein jüngerer Mensch, der kommt eher schneller ins Kichern rein. Okay, also es ist tatsächlich, man muss auf den Anrufer eingehen und gucken, wie ist derjenige sowohl charakterlich drauf als auch vom Altersspektrum. Das ist ja sehr interessant. Ja, also wir sind wirklich Lachprofis. Das hört sich erstmal so ein bisschen dahergesprochen an, aber es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, in diesem kurzen Lachtelefonat den Menschen da abzuholen, wo er gerade ist. Das kann sein, es ruft jemand an und sagt, ich hänge irgendwie schon sehr lang in einer traurigen Phase fest und ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte mal wieder ins Lachen kommen. Da lache ich jetzt nicht wild drauf los, sondern versuche es mal mit einer milden Atemübung oder mit Summen, wo man dann schon mal mit Lachen unterbrechen kann. Wenn jetzt jemand sehr heiter ist und sagt, Mensch, ich bin super gut drauf, ich möchte mal mit euch lachen, da kann man dann schneller in das Lachen übergehen. Wir versuchen individuell jeden Anrufer da abzuholen, wo er gerade steht. Wie viele Lachprofis beteiligen sich denn am Lachtelefon? Also das bist ja nicht nur du, die da dran geht. Wir sind knapp 200, aber da gibt es unterschiedlich aktive Vereinsmitglieder. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, alle ehrenamtlich. Und jeder bringt sich in das Lachtelefon ein, so wie er gerade kann und möchte. Aber das Ganze ist mittlerweile sehr durchstrukturiert. Es gibt also Lachschichten, damit also im besten Fall mehrere Lacher die Lachtelefonate annehmen können, um möglichst jeden Anruf abzufangen. Das heißt, ihr schaltet euch da telefonisch auch irgendwie zusammen, dass ihr auch mehrere Anrufer gleichzeitig Lachspitzenzeiten beantworten können. Genau, wir haben eine Telefon-App auf unserem Handy. Man könnte es auch am PC bedienen. Und wenn wir uns einschalten, dann sind wir für die Lachanrufe bereit. Es gibt also die Stammlacher, die feste Schichten haben. Und es gibt Springer. Wenn jetzt zum Beispiel über das Radio ein Beitrag kommt oder in irgendeiner Apotheker-Rundschau ein Beitrag drin ist und wir merken, jetzt rufen vermehrt Menschen an, die jetzt diesen Beitrag gelesen haben oder gehört haben, dann informieren wir uns untereinander und sagen, erhöhtes Lachaufkommen, die Springer bitte. Und die schalten sich dann dazu, um möglichst viele Anrufe entgegenzunehmen. Ja, das ist dann sehr flexibel. Man kann auf das Angebot so ein bisschen reagieren. Mhm. Wie wird man denn Lachprofi und kann auch ans Lachtelefon gehen bei erhöhtem Lachaufkommen? Also es ist auf jeden Fall eine Lach-Yoga-Ausbildung notwendig. Die kann man sowohl online als auch live mitmachen. Die dauert 2 Tage. Und da braucht man keine Grundvoraussetzung, aber man kann einfach sich da anmelden, hat dann danach ein Zertifikat als Lach-Yoga-Trainer oder als Therapeut, wenn man heilenden Beruf ausgeübt hat, da muss man ein wenig aufpassen, wie die Bezeichnung so lautet und kann dann weitermachen bis zum Lach-Yoga-Lehrer, um dann wieder Lach-Yoga-Trainer auszubilden. Also man kann bei euch quasi Lachprofi werden und bekommt das dann auch schön mit einem Zertifikat bescheinigt und darf dann auch bei euch ans Telefon gehen. Auf jeden Fall, aber diese Ausbildung ist zwingend erforderlich, um die Menschen gut abzuholen, die da bei uns anrufen. Ja, es wird ja ein gewisser Standard dann auch erwartet, wenn man anruft, dass man dann genau. Auch ja, miteinander gut lachen kann. Mhm. Wir haben im Moment ein sehr hohes Lachanrufaufkommen. Oh. Es hat wohl jemand auf TikTok unsere Lachtelefon-Session aufgenommen und hat die ins Netz gestellt und seitdem ja. Sind wir lahmgelegt. Also unsere Anlage, die überlappt und überspringt sich, huppt und klingelt und blitzt. Also die Anrufe sind im Moment kaum zu bewerkstelligen. Und wir sind wirklich auf Spenden angewiesen, weil wir die Telefonanlage entsprechend gerne erweitern würden. Und da wir aber gemeinnützig sind, können wir nur anhand von Spenden da irgendwie gerade im Moment handeln. Ansonsten haben wir jetzt ein Online-Lachen angeboten, weil der Schnitt ist jetzt extrem, weil du vorhin fragtest von dem Altersdurchschnitt. Also es sind sehr viele Jugendliche unter 20,
die jetzt uns die Leitung lahmlegen. Wir freuen uns riesig, dass das bei denen so gut ankommt. Aber wir schaffen es im Moment nicht, diese Anrufflut alle zu bewerkstelligen. Die Nummer zum Lachtelefon, die findet man im Internet auf lachtelefon.de. Wir verlinken die natürlich auch mit in den Shownotes auf quatschbrötchen.de zum Eintrag zur heutigen Sendung, Ausgabe 114. Aber das ist ja jetzt eine Festnetznummer. Habt ihr vielleicht schon mal drüber nachgedacht, das in eine gebührenpflichtige Nummer umzuwandeln und eure Vereinsarbeit so ein bisschen zu finanzieren? Ja, da sind wir gerade eben überlegen. Also wir haben auf jeden Fall Teamtreffen, die wir online im Moment abhalten, damit wir uns beratschlagen, welche Fragen sind. Natürlich auch die Technik muss bewerkstelligt werden. Neue Lach-Yoga-Trainer, die sich beim Lachtelefon bereit erklären, Telefonate entgegenzunehmen, die müssen in die Anlage eingewiesen werden. Die müssen mit Technikproblemen zurechtkommen. Jeder hat ein unterschiedliches Handy oder unterschiedliches Know-how, wie man damit umgeht. Und die Problematik dabei ist, dass wir im Moment zeitlich fast nicht nachkommen. Also viele kommen gerade nicht durch. Wir haben ja auch Stammanrufer, die uns in ihren Tagesablauf fest eingeplant haben. Und es ist gerade sehr schade, dass wir die im Moment kaum erreichen können, weil wir ganz viele andere Anrufe bekommen. Und diese kostenpflichtige Nummer, die muss gut durchdacht sein, weil es soll eigentlich für jeden möglich sein anzurufen. Damit werben wir auch, dass es nur über das Festnetz, wenn man da eine Flatrate hat, hat mittlerweile, denke ich mal, jeder. Aber es sollte eigentlich für jeden möglich sein anzurufen. Aber wir sind gerade am Überlegen, wie wir das handeln können, dass eventuell diese Anlage im Vorfeld vielleicht auch sagt, Mensch, wir wollen euch alle irgendwie bedienen, ein paar Cent oder was, damit zumindest die Kosten gedeckt sind. Ja, oder zwei Rufnummern. Wer sich's nicht leisten kann, nimmt die Festnetznummer und wer sagt, jo, ich möchte damit auch mit was zur Finanzierung beitragen, der wählt eine kostenpflichtige Nummer. Und also die Idee ist sehr gut und die haben wir uns auch schon überlegt. Aber da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, wenn die neue Nummer, die kostet wieder. Und wir müssen gucken mit den Spenden, ob das im Moment möglich ist und freuen uns natürlich riesig, wenn jemand sagt, Mensch, das ist eine gute Sache. Ich möchte nicht mittelefonieren, aber ich gebe einen kleinen Beitrag dazu, dass es jedem möglich ist. Und dann die Auswahl, die ist natürlich auch eine sehr gute Idee zu sagen, wenn du es unterstützen möchtest, kannst du dir auf die Nummer, die gebührenpflichtig ist, anrufen. Ansonsten nimm die andere, aber dann werden zu 90% die anrufen, die natürlich nichts kostet, weil auch viele Schüler bei uns anrufen aktuell. Ja, da ist ja natürlich nicht so viel Geld da. Jetzt sagst du, ihr seid gerade eigentlich ein bisschen überlastet. Gibt es so Uhrzeiten, so vielleicht Tagesrandlagen, bei denen man besser durchkommt? Für jemand, der das jetzt mal ausprobieren möchte, dass man vielleicht das dann zu so einer Uhrzeit versucht? Also der TikTok-Durchschnitt ruft im Moment fast 12 Stunden oder 24 Stunden durchgehend an. Also es gehen auch nachts um 1 oder um 3 Anrufe ein. Obwohl wir auf Visitenkarten 9 bis 21 Uhr haben, wo ich der Meinung bin, es ist schon ein sehr gutes Angebot, also rund um die Uhr fast zu lachen. Aber die bleiben hartnäckig, die wollen mit uns unbedingt lachen. Es waren auch Ferien und da wurde wirklich zu jeder Uhrzeit tausende von Anrufe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das Lachtelefon, also die Nummer auf quatschbrötchen.de, Ausgabe 114 und den Link zu eurem Online-Lachen, den werden wir da auch nochmal verlinken, denn das ist ja eine Möglichkeit, da kann man dann auch mitlachen, egal wie viele da noch dabei sind, das kann ja dann also auch ganz witzig werden. Genau, und das haben wir mittlerweile schon ausgeweitet, weil wir es nicht schaffen, auf 7.25 Uhr morgens und auf, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 18.30 Uhr abends. Da bieten wir unser Lachen online an, damit vielleicht die Jugendlichen sagen, ich will aber lachen, ich komme nicht durch. Die dürfen dann unser Online-Angebot nutzen. Aber es ist halt auch keine Dauerlösung, weil wir haben jetzt noch mehr Arbeit, weil das müssen wir auch organisieren. Wer hält dieses Online-Lachen ab?
Wer organisiert wiederum das Webinar? Das muss alles geplant werden und wir sind, wie gesagt, alle ehrenamtlich und gemeinnützig und es braucht im Moment ganz schön viel Zeit, um das gut zu organisieren. Jetzt könnte man ja mit einem Augenzwinkern sagen, dann gibt es ja vielleicht eines Tages eine Lach-KI, aber die ist natürlich dann auch nicht ausgebildet. Das ist ja klar, deswegen ist das ja mehr so mit einem Augenzwinkern. Ja, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja wirklich persönlich und individuell auf den Anrufer eingehen. Das finde ich auch richtig und wichtig so, ja, das ist gut. Mhm. Ja. Also man hört raus, ihr sucht vor allem auch Leute, die mitmachen wollen, weil das Anrufaufkommen so hoch geworden ist. Und natürlich Geld, wenn man euch unterstützen möchte. Auf jeden Fall bei euch auf der Webseite findet man auch Kontodaten. Lachtelefon.de ist eine Spende an gemeinnützigen Verein an der Stelle. Wir hören jetzt in der Sendung ein paar Takte Musik, wobei das eigentlich nur eine Aufnahme aus dem Jahr 1905 ist, unterlegt mit etwas Musik, eigentlich nur ein lachender Song. Und dann quatschen wir mal mit dem Lachtelefon. I got daddy home from heaven. I got daddy home from heaven. And then I laugh. I got daddy home from heaven. I got daddy home from heaven. Das war eine historische Aufnahme von 1905, prächtig am Lachen, während ein bisschen Musik lief. Der Laughing Song war das. Und wir haben Heike Firschinger am Telefon vom Lachtelefon. Und wir wollen ja jetzt eigentlich auch mal anrufen beim Lachtelefon. Da wir aber nicht durchkommen, dachten wir, wenn wir dich ja eh schon dran haben, dann genau. Lachen wir mit dir. Also tu doch mal so, als hätten wir jetzt angerufen und ja, du wärst jetzt am, als hättest eine Lachschicht. Genau. Also, Ring, 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 hallo, hier ist das Lachtelefon. Ja, hallo, hier sind Matthias und Gregor vom Quatschbrötchen. Ja, hallo, ist aber schön, dass ihr mal beim Lachtelefon anruft. Habt ihr mal Lust mit mir grundlos zu lachen? Ja, wir lachen oft selbst schon grundlos und wir können ja immer noch mal, gibt immer was zu lachen. Perfekt, super. Um mal die Wirkung vom Lachtelefon mal bei sich selbst zu spüren, lade ich euch beide mal ein, mal ganz kurz in sich zu gehen, vielleicht auch gerne mal kurz die Augen zu schließen, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ganz traurig und 10 ist Lottogewinn. Wo auf der Skala findet ihr euch? Ich würde sagen, ich bin heute mindestens bei 6. Ja, so 6, 7... Sehr gut, das ist schon gut. So, und dann machen wir jetzt ein paar Lachübungen und danach spüren wir nochmal rein und ihr könnt mal gucken, ob das bei euch an der Skala was verändert hat. Okay, ich lade euch ein, mit mir gemeinsam ganz tief durch die Nase einzuatmen, bis unter den Bauchnabel einatmen, mit dem Kinn zur linken Schulter, beim Ausatmen mal lachen. So, erstmal so ein kleines erstmal ein kleines bisschen vielleicht ungewöhnlich. In der Mitte nochmal ganz tief, Stufe 2, durch die Nase einatmen. Ich mache wieder mit. Okay. Und das Kinn zur anderen Schulter drehen, beim Ausatmen nochmal lachen. So in der Art. Und jetzt kommt Stufe 3. In der Mitte nochmal so fest ihr könnt, ganz tief durch die Nase bis unter den Bauchnabel einatmen. Ein. Jetzt das vorbeugende Lachen mit dem Kinn auf die Brust, mit den Händen auf die Oberschenkel und einfach mal vorbeugen und lachen. Ha 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 ha
Genau, und weil heute so ein schöner sonniger Tag ist, nochmal so den Kopf hängen lassen und über die Schultern kreisen, eine Runde tief durch die Nase nochmal einatmen und bei der nächsten Runde so einen kleinen Donnerstagslacher. Und nochmal die andere Richtung, den Kopf kreisen, nochmal tief einatmen und nochmal einen kleinen Wochenendlacher. Genau, und jetzt nochmal ganz kurz bei sich in der Stille ankommen, gerne nochmal die Augen schließen und nochmal reinfühlen. Auf der Skala von 1 bis 10, 1 ist ganz traurig und 10 ist Lottogewinn, ob sich an der Skala jetzt was verändert hat. Ja, 9 auf jeden 7,5 Fall. 7,5 mindestens. Sehr gut. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr seid im Lachclub und macht das eine Stunde. Dann könnt ihr euch mal vorstellen. Ja. Ja, okay, klar. Also hat definitiv eine Wirkung, ist richtig. Ja, ja, ja. Also ihr glaubt es nicht, aber beobachtet euch mal die nächsten Minuten, halbe Stunde. Man kommt auf einmal plötzlich ins Lachen und denkt sich, hä, was ist denn jetzt los? Ja, weil der, ja, aber das passiert bei unserer Sendung ja ständig. Wir moderieren und lachen manchmal grundlos los. Also das ist tatsächlich bei uns fast an der Tagesordnung. Was sind dann die Outtakes, die dann nach dem Podcast immer hinten dran hängen? Perfekt, perfekt. In dem Moment trainiert ihr euch mit Gott. Ja, das besteht häufig aus Lachen. Ja, genau. Und da gibt es halt jeder Lachtelefonist ist unterschiedlich. Also nicht jeder macht es genauso wie ich. Jeder lacht anders, jeder hat andere Ideen oder Übungen. Man stellt sich eine Kerze vor, atmet ein und mit einem offenen Mund atmet und lacht man die Kerze aus. Es geht eigentlich nur darum, diese verbrauchte Luft aus dem Körper rauszulassen, um dann ganz tief wieder einzuatmen und somit entsteht diese aktive Bauchatmung und dann gehen die ganzen positiven Wirkungen los. Also ich finde es klasse, vor allem ich kann dir jetzt tatsächlich jeden Tag das nachmachen, was ich jetzt heute gelernt habe. Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt, wie ich atmen kann, um mich selbst mal ein bisschen zum Lachen zu überzeugen und das finde ich toll. Ja, also man kann sich da auch Übungen wünschen, wenn man möchte, wenn man sich auf die Thymusdrüse klopft und sagt, ich bin gut. Ich bin wirklich sehr, sehr gut. Also es gibt so viele Übungen, um einfach den Körper zu motivieren. Jetzt atmen wir und wir lachen und somit kommt so ein positiver Kreislauf ins Rollen. Jetzt haben ja viele Menschen auch Einschlafprobleme. Kann das auch helfen, dass man das so, wenn man wach liegt, komm, ich ruf da an oder hör mir das jetzt im Podcast nochmal an, mach das einfach mal mit und bin dann vielleicht etwas durchgeatmeter, entspannter und kann dann vielleicht besser einschlafen? Es ist wirklich so. Also dieses, wenn man das jetzt länger praktiziert, 3 Minuten schon guter Anfang, dann fängt der Körper plötzlich an zu entspannen und das beste Merkmal ist, man fängt das Gähnen an und denkt sich, na, was ist denn jetzt los? Durch dieses extreme Ein- und Ausatmen kommt man erstmal ins Gähnen und somit ins Entspannen und Loslassen. Ja, liebe Heike, dann danken wir dir für diese lustigen Minuten, die wir zusammen hatten. Wir haben ja, wie sagt man so schön, wir haben viel zusammen gelacht. Ja. Genau. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch für das Lachtelefon interessiert habt und da auch darüber sendet, dass die Menschen wissen, uns gibt's. Vielleicht im Moment schwer zu erreichen, aber vielleicht wird es ja bald wieder besser, wenn die Anrufflut ein bisschen nachlässt, damit wirklich die Menschen, die bei uns regelmäßig anrufen, auch wieder durchkommen. Ja, TikTok ist ja auch nur ein Trend, vermuten wir. Ich weiß es nicht. Also Carmen Guglin hat ja auch diese Erfahrung gemacht mit den Jugendlichen und der Trend hält sich also tapfer. Ja. Wir wünschen euch bei eurem Projekt noch viel Freude allerseits. Vielen herzlichen Dank. Wie verabschiedet ihr euch? Habt ihr da so einen gewissen Gruß, den ihr da so sagt? Ja, lacht gut. Lacht's gut. Ach, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt uns. Ja, dann lacht's gut, Heike. Ja, lacht's gut, Heike, und lacht's gut, ihr zwei. Tschüss.
Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Ich hoffe, euren Lachmuskeln geht's gut. Oder hast du schon Lachschmerzen? Also Lachzwerchfellmuskelkater, gibt's das? Geht noch. Ich hab's nicht übertrieben mit dem Lachen. Ich glaube, ich schaue mir jetzt noch einen lustigen Film an. Ja, ich rufe jetzt gleich mal beim Lachtelefon nochmal an und lach einfach noch. Nee, das kriege ich auch ohnehin. Das war das Quatschbrötchen, Ausgabe 114. An den Mikrofonen verabschieden sich Matthias Kreuzberger und Gregor Börner. Und wir haben ja nun einen neuen Verabschiedungsspruch. Lacht's gut, heißt genau, der. Genau, oder lacht's besser. Oh. Tschüss. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa 2 bis 3 Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so 1 bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was. Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de/spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via PayPal. Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon. Wir kommen nun noch zu einem Punkt in eigener Sache. Wir möchten uns bei euch entschuldigen. Im Quatschbrötchen vom Januar-Ausgabe 111 haben wir deine Mutterwitze gemacht. Und wir haben erkannt, dass diese Witze unangemessen waren. Wir wollten mit diesen Witzen niemanden verletzen oder beleidigen. Deine Mutterwitze zielen oft darauf ab, die Mütter anderer Menschen zu verspotten oder herabzusetzen. Das ist respektlos und kann verletzend sein. Diese Witze basieren oft auf negativen Stereotypen über Mütter. Sie reduzieren komplexe Individuen auf stereotype Klischees. Manche Menschen haben eine enge Beziehung zu ihren Müttern oder haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Solche Witze können unerwartend verletzend sein. Wir werden in Zukunft etwas sorgfältiger darauf achten, welche Art von Humor wir im Quatschbrötchen verwenden. Nochmals unsere Entschuldigung für die unangemessenen Witze.